Schönen guten Tag, ihr Jojo-Diebe. Willkommen zurück zu Life is Strange 2. Wir stehen jetzt hier vor dem Zimmer unserer entlaufenden Mutter und werden da gleich gewaltsam eindringen. Fürchte ich. I just don't get why they locked the room. We'll find a way to open it. Or I could just blow this stupid door up with my power. That looks super easy. Yeah, I could do that with a hammer. But let's try and find the key instead. Super Stealth Mode und so. Hast du selber gesagt? I'm just gonna clean up real quick. Wir werden so Ärger kriegen. Wahrscheinlich müssen wir deswegen weglaufen von hier. Shit. These are Christmas presents? Let's not tell Daniel. Or he'd freak. Clothes, old stuff. Definitely no hidden key. Come on, come back. Yes, Daniel. Okay, Steven. Where do you hide this key? I don't really see Steven listening to old school pop rock music. We clearly don't share politics, but at least Steven doesn't preach. Yeah, not much to see in here. Wenigstens keine Gummis drin. Locked drawer. Maybe the key to Karen's room is inside. Also muss ich erst den Schlüssel finden, um die Schublade aufzuschließen, um darin den Schlüssel zu finden, um die Tür aufzuschließen. WTF. Ugh. Yeah, no. No way I'm searching Claire's underwear. Sean, I saw Grandma go into the room yesterday. It looked like... Love the outfits, guys. Man, he looks so different. Warum hat der Typ Luke Skywalker geheiratet? Karen hated collecting trinkets. She used to say they were just useless dust traps. Did you see where she put the key? I think she put something in her pocket. Yeah, of course. Sharp objects. Bit like Claire. Come on, little key. Don't be shy. Holy Bible. Wonder what would have been different if Dad had taken us to church. How much more Irish can you be? Didn't know Claire had sleep troubles. I guess it kind of makes sense. Definitely not the one. Way too small. Also, dann ist der hier jetzt für die eine Schublade. Let's see what it opens. Okay, Daniel. Think hard. What was... Nope. Nothing in here. Was ist der jetzt hier für? Whoa. I'm just looking for a key. Not the crown jewels. The crown jewels. Ew. Are these milk teeth? Not sure if it's gross or cute. But still, no key here. Okay. Dann können wir den anderen Schlüssel doch bestimmt jetzt wieder zurückpacken, oder? Dann brauche ich den gar nicht. Come on, little key. Don't be shy. Ja, kann ich nicht. Ist ja auch doof. Der richtige. Na, keine Ahnung, wird sich schon von selber wieder regeln. Come on. Where is this cardigan?
No way she wore it to church. Who knew this sweet little muffin would turn into such a brat? Still super cute, though. Also, hier ist nichts, sagst du. Okay, schließen ist jetzt von außen, von innen? Okay. Gut, da ist nichts. Yep, it's empty. Hey, I think that's the cardigan Claire was wearing yesterday. And that done. Yes. Toll. Ja, mehr gibt's hier nicht. Dieses Collectible, was ich gefunden hatte, das war übrigens Collectible Nummer 3. Das heißt, zwei sind mir schon durch die Lappen gegangen. Aber ich denke mal nicht, dass jetzt unten noch was versteckt ist, das wäre zu fies. I found one key, so it better fit. Just try it. Wow. There's not that much left. Where do you think they put the rest of her stuff? It's her teenage room. I'm sure she sorted through her things before leaving for Seattle. The rest is probably packed in these boxes. Sean? They want to forget anything related to Karen. You know, all the stuff in my room. I can relate. When we left. What? I'm sure everything's still there. Like we left it. Okay. I miss my skateboard. And going to the park. I think okay, I saw a moon eclipse once. You've seen everything you before wanted Daniel to see. Was born. Claire and Stephen will be home soon. Will be never been soon. A big fan of hiking. 5 more minutes. But here I was. Karen liked to take pictures of strangers when we walked down the streets. I think it's not plugged. So plug it in. I miss my music. This playlist is boring as hell. That's how Mom used to smell? I don't know. I don't think she used any perfume. Oh. Read a lot of these in the 10th grade. Okay. Yawn. I miss it. Hope you enjoyed your trips. So you didn't bail on us for nothing? Not having any memories of her, Sean. I don't recognize any of these games. Guess the no phone rule wasn't such a thing back then, because they made them sad. Yeah. Hört doch mal auf dazwischen zu labern, das ist total verwirrend. Never seen any picture of Mom in our home. Well, figures Karen was already looking for an exit. How weird are these sunglasses? They're not sunglasses. Man, that pen pal sure loved listening to her own voice. They're not sunglasses, man. It's to look at the sun. Yeah. You finally left forever. Der grüne Chor. Coward. They're not sunglasses, man. It's to look at the sun during eclipses. Eclipses? You know, when the sun hides behind the moon. Oh, yeah. That must be so cool to watch. Did she tell you why she left? She told Dad and
Dad told me. He told you too, right? All he ever said to me was she wasn't so sure. Hi, Teddy Bear. Wanted with their life. Well, I guess she finally figured it out. Because she never looked back. And we have to do the same thing too. I know. Is that an amethyst? Running out of your mouth. She was into New Age bullshit. So, these pictures are so... You were a friend of my mommy's? Random. I hope she took good care of you. They looked happy. How could she send all of this to hell? Why would Claire lock these up in here? Is that for Mom? Huh? Let me see. Daniel! Come on. What's it say? Read it. Seriously, stop. Here, how about this? I've heard the news about Seattle. Please help my boys if they come to you. What? Why did they hide this from us? I don't know. You can reach me at this address. It's a P.O. box I use sometimes. What's a P.O. box? Well, a cop-out. In this case, I beg you, please help my sons. Oh, yeah, right. Total bullshit. What do you mean? She cares about us. Well, I don't. Maybe she changed her mind. We could try and contact her. You don't even know her, okay? Don't get any wrong ideas. We should just stick to our plan. For now. Can I read it again? Yeah. Then we gotta go. My goodness. Oh. Shit. Excuse me. What are you both doing in here? Except visibly. Ransacking our house while we're at church? Claire, we're sorry. But we just wanted to... No one ever told you that everything you say before a butt has no value? You know you shouldn't be in here. Claire, please, calm down. No, Stephen. They went way out of line here. We specifically told you to stay out of this room. I have the right to see my mom's room. This isn't her room anymore. There is nothing to see in here. It's time you learn to respect some rules. Ja, das war doch schon klar, dass das so kommen würde. Actually, we did find something. Yeah, we found a new letter from my mom. She said she wants to see us. But you didn't even tell us. She's not my daughter anymore, or your mother. She burned all those bridges. One letter doesn't change what she did to me, all of us. She is not welcome back. Just don't blame us for being curious about her. But I know her better than anybody. She hasn't changed. She just feels guilty. I can't hear that. Listen, Sean. I know life has been tough on you the past month. Bless your souls. And we put up with a lot of things. But that, going through our stuff, our personal belongings, well, that shows you don't respect us. We could go to jail just for helping you. This is how you pay us back? Well, things are just going to change around here if you want to stay. Man, I think I see why Mom left now. She couldn't put up with your stupid rules anymore. Oh, so that's what you think. Then let me tell you something. Huh? Stephen!
Oh, shit! Get this goddamn thing off me! Zeit für seine Kräfte. Steven, no! Hold on, honey, we'll get it off! No! Stop! Oh, my legs! Ja, mach es, mach es, mach es, mach es, mach es. Ich glaube zwar, dass wir es auch hochgehoben kriegen würden. Ich weiß es nicht. Komm, mach es. Do it, Dan! Now! Do what? What's going on? Oh Lord, what? What are you doing, Daniel? Oh, my baby, Stephen, are you okay? Now I am. Thanks to Daniel. You were right, Claire. I should have fixed that cupboard months ago. I guess my laziness will get me someday. What in the name of God was that all about? That's impossible. What are you, Daniel? Claire. Listen, they saved me, Claire. That's all that matters. Maybe. It was a miracle. Oh, thank you, Lord. It's the sheriff. Sean, I didn't. We didn't call them. I know, Grandma. John, what are we gonna do? Go hide in the garage. No. No. No way. If the police searches the house, that makes the two of you accomplices. Get your bags and go out the back door. I'll distract him. Really? Yes. No. Get the hell out of here. I know you're in here. Your car's in the garage. I'm so sorry for everything. I wish we could have helped you more. I wish you could stay here with us. Watch out for your brother, Sean. Yes. Be careful. We'll see you as soon as we can, okay? Thanks for helping us. Both of you. Oh, we love you. Now hurry up. Daniel, wait for me. Das war bestimmt der Typ vom Weihnachtsmarkt, der uns angepfiffen hat. Jede Wette. Alter, warum bremsen die nicht? Was geht ab? Er ist vollgas in ihn reingerauscht. Alter! Heftig! Was stimmt mit der Polizei nicht? Ja, tschüss, Captain Spirit.
Deine Abenteuer nehmen ein unrühmliches Ende. Jetzt könnte man Max gebrauchen, die so ein bisschen die Zeit zurückdrehen kann, ne? Aber nein. Wenn man sie braucht, ist sie nicht da. Was sind das für Soundaussetzer? Das ist super nervig. He's okay, Yanano. The car barely touched him. You said I should be more careful. But because of you, I didn't do anything, and I could have. Hey, you don't know what could have happened, okay? What's done is done. Didn't even let me check on him. What if he is dead? You could see the car slow down before, so Chris will be fine. Trust me. You promise? Promise. Na, das geht in die Hose. Sean. I'm tired of running away. Why does my power always bring trouble? You don't have to use your power if you don't want to. But I'm good with it. And I'm the only one who can do these things. I know, but Daniel, you need to be careful. And listen to your brother. You think we'll see Grandma and Grandpa again? I don't know. We'll see. Where are we gonna go now? Gleiche Antwort. See Mom? No way, man. We don't need her, okay? But she said she wanted to find us. We stick to the plan. We go to Puerto Lobos. That's where we belong. No one will tell us what to do. We can be whoever we want. You think? I don't know. Trust me, man. From now on, we make our own rules. Look. I wanted to wait until then, but we kind of need a little cheer, so Merry Christmas, Enano. For me? Das war eigentlich nicht für dich. Hey. Listen. There's a ride. Was mit dem Jojo? All aboard. Es wäre so lustig, wenn sie jetzt auf Cassidy treffen. Und ich wette, sie werden jetzt auf Cassidy treffen. Give me
So, dann wollen wir uns noch unsere Entscheidungen angucken und im nächsten Teil werde ich dann meine restlichen Collectibles sammeln. Das werde ich jetzt hier nicht mehr machen. Also, ich habe einen Schneeball auf Daniel geworfen, genauso wie 53% der Leute. Ich habe eingegriffen und den Puma verscheucht, 58%, 89%. Du hast gemeinsam mit Claire und Daniel gebetet. Ja, das ist richtig. Niemand hat gebetet, okay. Du hast Steven gestanden, dass Daniel Kräfte hat. 46% nur, okay. Also das heißt nur, aber 50-50. Ich habe schon gedacht, das wäre ein bisschen mehr. Du hast mit zusätzlicher Hausarbeit geholfen, 82%. Du hast Daniel gesagt, dass es richtig war, Chris zu retten. Ach so, diese Baumhausgeschichte, 75%. Okay, du hast dich mit Stevens Laptop in dein Profil eingeloggt, 44%. Nur, hatte aber auch keine großartigen Konsequenzen, interessanterweise. Nur 27% haben Layla angerufen. Okay. Layla nicht angerufen, 65%. Du hast Layla nicht erreicht und ihre Mutter angelogen. Das ist eine interessante Option. 7% hatten das und 1% Layla nicht erreicht und ehrlich zur Mutter gewesen. Ich weiß nicht, wie man das hingekriegt hätte. Und das ist schon ganz interessant. Vielleicht, wenn man vorher Layla nicht mit dem Handy angerufen hätte, vielleicht wäre dann das dabei rausgekommen, ich weiß es nicht. Interessant finde ich allerdings, dass nur 27% Layla angerufen haben. Bei dieser Handy-Geschichte allerdings, wo man sie mit dem Handy anrufen konnte, da waren es, ich meine, es wären irgendwie 80-90% oder so gewesen. Es war eine Menge auf jeden Fall, soweit ich das in Erinnerung habe. Also, ich habe Chris' Vertrauen nicht gewonnen. Ach so, bei dem... okay, verstehe. Bei dem Spiel, wo man seine Figuren ordnen musste, da hätte man sein Vertrauen gewinnen können und er hätte einem von dem Vater erzählt. Also, dass der Vater ihn schlägt. Okay, auch interessant.
Du hast Daniel aufgetragen, das Geheimnis zu schützen. 55% ausgeglichen. Du hast die Cassidys Lied bis zum Schluss angehört. 44% auch relativ ausgeglichen. Aber die hatte echt eine schöne Stimme. Du hast ein Raumschiff für Chris gezeichnet. 89%. Du hast mehrere Weihnachtsgeschenke für Daniel gefunden. Ja, eigentlich nicht. Eigentlich war das Geschenk, was ich jetzt Daniel gegeben habe, ja für Claire bestimmt. Also für Oma und Opa. Aber ich hatte halt keine Gelegenheit, es den beiden zu geben. Hätte ich das gewusst, was passieren würde, hätte ich vielleicht nur das Jojo geklaut. So habe ich das Jojo geklaut und dieses Ding gekauft und habe aber das Jojo irgendwie komplett fallen lassen. Vielleicht ist das Jojo aber auch irgendwie untergegangen, weil ich ja den Checkpoint neu geladen habe. Ich habe keine Ahnung. Also, ich habe dich nicht in Charles' Probleme eingemischt. 92%. Ich konnte aber ja auch nicht weiter mit ihm darüber reden. Also ich habe schon versucht, das Ganze anzusprechen, aber weiter als das, was ich da zur Auswahl hatte, konnte ich einfach auch nicht gehen. Vielleicht, weil ich vorher nicht mit Chris reden konnte. Mag sein. Du hast Daniel angewiesen, Steven mit seiner Kraft zu helfen. 83%. Und ich dachte mir nämlich schon, du hast Steven rausgezogen und dabei sein Bein verletzt. Ich dachte mir nämlich schon, als sie ihn so hervorgezogen haben und der Schrank runterkrachte, da dachte ich mir, wenn wir ihn versucht hätten rauszuziehen, wäre der Schrank wahrscheinlich wieder auf sein Bein gefallen. Von daher war es auf jeden Fall die richtige Entscheidung. Wir wurden verfolgt und Chris wurde angefahren, 43%. Wir wurden verfolgt, aber Chris wurde nicht angefahren, gäbe es auch. Ihr wurdet nicht verfolgt und Chris hat euch geholfen, 21%. Okay, wäre auch interessant gewesen. Daniel hat weiterhin geflucht, 41%. Daniel hat das Würfelspiel ohne Schummeln gewonnen, 32%. Okay, Daniel hat den Puma nicht getötet, 58%. Daniel konnte Trüffel nicht beerdigen, Trüffel natürlich Mushroom, blöde Übersetzung. Alles so ein bisschen 50-50. Daniel hat zugestimmt zu beten, 96%. Daniel hat das Zimmer nicht aufgeräumt, 73%. Okay. Du hast Daniel nicht gebeten, Chris die Wahrheit zu sagen. Insgesamt wurde Daniel aufgetragen, seine Kraft nicht einzusetzen, 60%. Daniel hat Chris nicht vor dem Auto gerettet. Okay, bei 20% musste er ihn gar nicht retten. Interessant. Gut, er hat ja selber gesagt, er konnte ihn nicht retten oder hat ihn nicht gerettet, weil wir ihm halt vorher aufgetragen haben, seine Kraft nicht einzusetzen. Deswegen kam das so zustande. Daniel hat mir die Schuld für Chris' Unfall gegeben. Ja. Daniel hat niemandem die Schuld gegeben, denn es ging Chris gut. Ja, naja. Daniel war zu aufgebracht, um sich über seine Geschenke zu freuen. Ja, gut. Ja, okay, alles klar. So, this is it? Yeah. It looks like a nettle field. And it stinks. Humboldt County. Yeah. And your stinky feet will cover the smell. Shut up. They don't. Come on. I'll show you around. Und Cassidy ist auch da. Finde ich super lustig, dass sie in Humboldt County gelandet sind. Wie gesagt, erst vor ein paar Wochen eine Doku darüber gesehen bei Netflix. Das finde ich ganz lustig. Also, bis die nächste Episode erscheint, kannst du im Sammlermodus spielen, um das Spiel auf anderen Pfaden zu erkunden. Die nächste Episode kommt, glaube ich, im Mai, wenn mich nicht alles täuscht. Das ist jetzt noch, sind jetzt noch anderthalb Monate ungefähr. Wenn mich nicht alles täuscht, kann mich jetzt auch täuschen. Die haben die Termine vor kurzem veröffentlicht. Die letzte Episode kommt am 3. Dezember, das weiß ich. Das ist noch ein bisschen hin. Aber gut, wie gesagt, wir werden jetzt noch die letzten Collectibles sammeln. Allerdings mache ich das nicht mehr jetzt in diesem Teil, sondern ich mache eine extra Episode daraus, weil ich vermute, dass das ein bisschen dauern wird, weil ich halt nur ein Collectible gefunden habe in der ganzen zweiten Episode. Deswegen schaut auch beim nächsten Mal wieder rein. Die eigentliche richtige Folge wird, wie gesagt, jetzt ein bisschen noch dauern, weil Episode 3 einfach noch nicht draußen ist. Aber natürlich, ich habe den Season Pass gekauft, ich habe das ganze Spiel gekauft. Das heißt, sobald Episode 3 da ist,
werde ich das auf jeden Fall weiter zocken. Also, bis zum nächsten Mal. Adios.